Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Empire. Ja, ich hoffe, es kehrt jetzt endlich Normalität in das Projekt ein, nachdem die letzte Mission so schlimm war, emotional schlimm für mich. Ja, zweimal aufgenommen, weil das erste Mal der Ton gefehlt hat und die Hälfte verglitscht war. Das zweite Mal aufgenommen, da war der Schluss dann verglitscht. Dann nochmal ein Reload vom Schluss gemacht, ohne Glitches. Jedenfalls der Teil, der verglitscht war. Jetzt hoffe ich mal, dass Kapitel 2, Akt 4, also diese Mission hier, ein bisschen gnädiger mit uns ist. Eines Reiches Zähmung. Ost-Adadia steht kurz vor dem Fall. Zwischen dir und deinem Thron steht nur noch Königin Edwina Spark und ihr unglückseliger Ehemann. Bei weitem kein unüberwindbares Hindernis, solltest du über etwas magischen Staub verfügen. Mal gucken, worauf das hinausläuft. Keine Leitern, wie immer. Spieleranzahl 4. Schwierigkeitsgrad normal. Spiel starten. Guided by Oscar, you have established your base in the underground outskirts of Bedouin's noble district. The plan is simple. You must gain the leverage to force Queen Edwina Spark to surrender her crown in favor of her eldest daughter, Prança, who by then will have fallen completely in love with your handsome, noble. Anyway, with your advisor. Then the throne will be yours as soon as Prança, in her turn, abdicates in favor of you. Nothing can go wrong. One more effort, and you'll have thousands of living souls in your power to torment as you see fit. Ah, can you feel it? The sweet smell of retribution in the air. Retribution? More like the regurgitation of last night's peasant pudding. Okay, listen up. We are going to force the royal Spark family of Bedouin to abdicate by utilizing their strong family ties. More precisely, by exploiting the queen's love for her children. Do this right, and your kingdom is born before nightfall. Oh, man. I gotta stop eating dairy farmers. Dairy products are the worst. Stay focused, Deathslayer. Your task is to discreetly sneak into the dance studio at the Sparks Country Estate and kidnap the older girl, Prança. Might as well snatch her sister Ariel, too. Then we'll have a spare. Yeah, sure. Real easy being discreet, the way my bowels are behaving. There's no time to waste. Get started, and I will fill you in on the rest of the plan when the operation is up and running. As I said, we'll probably need both princesses for this to work. Go kidnap the girls as soon as possible and bring them to the prison. Entführe die Sparkmädchen. Schicke einen Trupp zur Entführung der Sparkmädchen, Prança und Ariel los. Okay. Alles kein Problem. Wow, das sieht mal nach Nice Dungeon aus. Also wir haben hier einen langen Gang, den wir mit Fallen vollpacken können. Sehr schön. Ja, erstmal verlängern wir auch noch den Gang hier bis hierhin. Dann können wir hier an der Seite nämlich, glaube ich, den Hort noch hinklatschen. Nein, können wir nicht. Egal, wir können ihn hier hinklatschen. Hier den Hort hin. Und die Küche. Hierhin. So. Dann können wir uns halt hier so breit machen. Hier rüber, hier durch. Nee, halt. Hier nicht. Hier können wir durchgraben. Dann können wir uns hier breit machen. Okay. Hier sind ein paar Kleriker und Zauberer. Wo ist der Gang ins andere Reich? Hier ist ein leerer Kanalisationsraum. Okay. Ganz ehrlich. Ach, da ist der Reich. Gang ins andere Reich. Okay, wie kommen wir denn da hin? Ach, wahrscheinlich hier einfach durch. Okay. So, aber erst einmal das standardmäßige Prozedere. Speer freischalten. Übungsraum freischalten. Ah,
grab mal hier. Und grabt. Das dürfte als Fallengang mehr als ausreichend sein. Grabt mal hier lang weiter, aber nur bis hierhin. Und wenn wir dann genug Punkte haben, um Räume billiger zu machen, dann bauen wir den Trainingsraum. So, jetzt brauchen wir aber erstmal Truppen. Wie immer der Standard-Anfangstrupp. So. So, der gräbt fleißig. Jetzt müsste ja hoffentlich noch ein anderer Arbeiter beim Graben helfen. Ich kann noch zwei beschwören. Gut. Ja, der Anfang ist natürlich standardmäßig immer dasselbe. Aber ein Level 2 Rattenmensch und der sieht ein bisschen böser aus. Und Level 1 Rattenmenschen. Ja, hier hinter könnte ich dann den Monsterbau hinpflanzen. Pflanzen. So. Habe ich Truppen? Ja, habe ich. Gut. Die werden jetzt erst einmal versammelt. Und zur ersten Überfall geschickt. Ah, gleich nebenan. Sehr schön. Oh, ich hätte ihnen noch Aggressivität geben sollen. Egal. Das kriegen wir auch so irgendwie hin. Ist ja nur ein Level 1 Ingenieur. So, der ist schon halb tot. Mit seiner komischen Flammenwerfer, was auch immer, Kanone. Hat er es nicht überlebt. Und hey, wir sind in einem schönen, lauen Wäldchen. Ballettstudio, das müssen wir überfallen, um an die beiden Damen zu kommen. So, Überfall erfolgt. Dann brauchen wir jetzt erst einmal günstigere Räume. Okay, mal überlegen, wo könnten wir als erstes eindringen? Hier sind zwei. Die hier sehen alle übel gelaunt aus. Ich glaube fast schon, ich muss das erste Gold von der Oberfläche holen. Ja, weil zu denen komme ich nicht durch. Nö. Ich würde gerne wissen, was hier ist. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass mich meine Neugier dann umbringt. Gut. Schalten wir gleich mal die Werkstatt frei. Dass wir die auch gleich noch haben. Aber erst einmal brauchen wir die Trainingshalle. Die kann hier ans Eck. Da könnte die Werkstatt eigentlich dann nehmen. So. Wandeln wir mal Pilze um. Dann hätten wir nämlich auch genug für den Extraktor. Der Extraktor könnte... Naja, der Extraktor ist ein kleiner Raum, der kann hier hin. Dann können wir hier halt noch die zwei Lagerräume hinpflanzen. Hinpacken, wenn das soweit ist. So, ihr geht mal trainieren. Und ich schalte schnelle Auffassungsgabe frei, damit wir in 4 Punkten den Priester haben. So, dann müssen wir Gold besorgen und Material, noch mehr Materialien. Aber ich denke erstmal Gold. So, ihr levelt schön ab. Da kriegt euer Squad sogar Stufe 2. Sehr schön. Einheit Stufe 2, Trupp Stufe 2. Gibt genau 2 Punkte. Sehr gut. So, jetzt geht ihr essen und dann holt ihr Gold. Oder erst Materialien. Räume brauche ich. Noch mehr verschiedene. Ich bräuchte eigentlich tote Helden. Ja, ich brauche tote Helden.
Der Raum bringt eigentlich sowas von gar nichts. Den könnte ich eigentlich ebenso gut ignorieren, aber. Ein paar Rattenmenschen plätten. Ist nicht der Rede wert. Um die da mache ich mir schon eher Gedanken. Das sind nämlich zwei Magier und drei Krieger. Und hier oben, was haben wir hier? Die wären eigentlich einfacher, aber zu denen komme ich noch gar nicht. Da müsste ich mir nämlich erst hier durchgraben, hier nach oben graben und dann rüber zu denen graben. Anders möchte ich das nämlich gar nicht. Und das hier sind Einheiten, die ich einfach über den Haufen blitzen könnte, so nebenbei. Die heilen sich ja nämlich gar nicht. Jo. Schicke ich mal meine Kameradschaft dahin. Dann machen sie erstmal die kalt. Vielleicht kommen bis dahin Helden für den Extraktor. Wobei ich habe noch gar kein... Habe ich eigentlich schon die Materialien? Ja, die habe ich schon. Gegenstände hergestellt, Einheiten beschworen. Mehr als die zwei kann ich ja zurzeit noch nicht. Kostenlose Einheiten ist auch noch nicht drin. Räume bauen. Oh ja, das könnte ich, indem ich Materialien beschaffe. So, Truppen sind da. Jetzt fehlt nur noch ein Imp, der mir da den Weg frei macht. Räume, Einheiten. Ich denke mal, Produkte ist das hier eigentlich schon alles gewesen, würde ich mal so meinen. So, und schon hat es den Oberrattling umgeschmissen. So. Alle Ratten tot? Ja, der Raum bringt mir jetzt noch nichts, aber hier kann ich danach in den Monsterhort dran bauen. So, ihr geht erstmal wieder. Ah, ihr solltet Schätze besorgen eigentlich, aber die Schätze sind alle so weit weg. Also die, die wir uns leisten können. Na gut, dann geht ihr einfach mal hier hin, Schätze besorgen. Und ich schicke Baal mal hier wieder hin. Heroes are entering your dungeon. Genau zu dem Zeitpunkt muss das ja passieren. So, ihr kommt beide in den Extraktor. Naja gut, die müsste Baal eigentlich tot kriegen. So, helfen wir mal nach. Jupp, Baal heilt sich schneller, als der ihm Schaden machen kann, auf jeden Fall. So. Zwei Helden für den Extraktor, sehr schön. Und wir haben genug Pilze, die wir in Materialien umwandeln können. Oh, sie haben ihr Ziel erreicht, sind aber etwas angeschlagen. Gut, dann kriegen wir, glaube ich, die 4 Punkte für den Priester zusammen. Sehr schön. Dann brauchen wir als nächstes... Genau, die Schmiede. Die Werkstatt. Essen heilt ja. Also geht ihr kurz essen, um euch hochzuheilen. Dann schicken wir euch gleich los, noch Materialien besorgen. Punktheld extrahiert, sehr gut. Und Gold. Haha. Also her mit dem Priester. Und als nächstes ist der Recke dran, damit wir schon mal kampfstarke Trupps haben. Gut, das heißt, wir bilden gleich mal 2 Priester aus. Erstmal ein, weil wir haben nicht genug Pilze. So, und ihr geht gleich nochmal nach nebenan und holt nochmal Materialien. Ach, diesmal ist es ein Krieger, der euch im Weg steht. Ich glaube, da helfe ich mal ein bisschen nach. So. Sehr gut. Und wieder zurück ins Trauteheim. Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte hier hin. Du geh trainieren.